Strong Age Medieval. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Grand Age Medieval. Mal kurz beim Kaffee trinken. Moment. So. Ja, wir sind dabei, dass wir unsere Handelsroute etwas uns genauer anschauen. Wir haben jetzt mal alles eingestellt, damit er alle Städte sozusagen bereist. Und schauen wir mal, ob er das, beziehungsweise wie er das dann macht und was er dann alles mit hat. So. Zack, nehmen wir Weizen und Wolle mit nach Split. Das ist aber nicht das, was ich mir vorstelle. Aber zumindest fährt er die Strecke ab, so wie ich es haben möchte. Das ist schon weit, oder? Naja, wir werden jetzt mal eine Runde fahren ohne automatische Dinge und ich möchte jetzt mal selber handeln. Mal schauen, was ich so zustande bekomme. Wir fahren jetzt dann mal nach Sofia und dann werden wir mal da aufmachen den Handel und dann nehmen wir, weil wir so eine Überproduktion haben. Achso, kann ich nicht. Warum nicht? Naja, jetzt haben wir mal einen Karren hinzugefügt. Ja. Wir werden da jetzt eben ein bisschen Holz mitnehmen, ein bisschen Lehm. Und ein bisschen Weizen. Und dann noch, ich würde sagen, Eisen nehmen wir mit. Weil von denen haben wir ja eh genug. Derweil in Sofia noch Vorbereitungen für den Besuch der Kaiserin getroffen werden, bereist Eudokia selbst den Osten des Reiches. Sie will die Städte und Provinzen näher kennenlernen und auch das Volk soll die Gelegenheit bekommen, sich ein Bild von der neuen Herrin zu machen. Insbesondere Barnas, Graf von Odessa und Bruder des Patriarchen, weiß mit blühenden Siedlungen zu beeindrucken. Die Kaiserin lässt keine Möglichkeit aus, um alles über die neuartigen Technologien zu erfahren, die hier eingesetzt werden. Barnas indes zeigt ebenfalls ein gewisses Interesse. Da wird sich ja wohl nichts anbahnen. Werter Leon, auf meiner Reise nach Odessa habe ich Barnas, den Bruder des Patriarchen, besucht. In seinen Provinzen blüht und gedeiht es. Er sagt, seine Gelehrten hätten eine neue Anbaumethode für Getreide entdeckt. Die Drei-Felder-Wirtschaft. Ich wünsche, dass auch eure Bauern diese neue Erfindung nutzen –
Es wäre mir eine Freude, eure Felder in voller Pracht zu sehen, wenn ich Sofia besuche. Okay, drei Felderwirtschaft. Beschäftige dich mit neuen Technologien. Rufe den Dialog Entwicklung auf und erforsche mit Hilfe von Entwicklungspunkten die drei Felderwirtschaft. Und unter den Tipps sehe ich gerade, jede Stadt beansprucht eine bestimmte Fläche in ihrer direkten Umgebung. Je mehr Einwohner die Stadt hat, desto größer ist diese Fläche. Die von einer Stadt beanspruchte Fläche entspricht gleichzeitig ihrer Sichtweite. Sie wird durch den großen Kreis angezeigt, wenn du den Mauszeiger über eine Stadt bewegst. Dein Getreideanspruch entspricht von Gesamtflächen all deiner Städte. Von ihnen hängt dein Erfolg als Eroberer ab. Also, je erfolgreicher du bist, desto mehr Entwicklungspunkte erhältst du. Okay, das bedeutet, soweit wird alles genutzt. Oder der milchige Kreis, oder der weiße Kreis, oder keine Ahnung. Auf jeden Fall Brauhaus. Getreide hergestellt. Aber ich muss doch die drei Flächen. Ach so, das ist da unten. Ein Entwicklungspunkt und ein Entwicklungspunkt. Jawohl, wir haben das geschafft. Werter Leon, ich bin sehr zufrieden mit dem, was mir die Boten aus eurer Provinz berichten. Daran sollen sich ein paar andere Stadtherrscher ein Beispiel nehmen. Zeigt euch verschwenderisch. Eurem Ruf bei Hofe kann das nur nutzen. Unter uns gesprochen bin ich es nämlich leid, mir das Genörgel von sturen Senatoren anzuhören, die Angst vor jeder neuen Erfindung haben. Aha. Produziere mit Hilfe der neuen Anbaumethode 100 Getreide. Bedenke, du benötigst dazu keine neuen Betriebe, denn deine vorhandenen Höfe erzeugen nun die doppelte Warenmenge. Aber das brauche ich nicht, weil ich eine Überproduktion habe. Meine Güte, hey. Investierst du Entwicklungspunkte in den Bereich Produktion, wirst du es leichter haben, Bürger und Truppen zu versorgen. Außerdem kannst du dadurch leichter Handelsgewinne machen. Investierst du in den Bereich Militär, erhältst du Zugriff auf stärkere Truppen. Ja, wir müssen natürlich jetzt schauen, dass wir Sachen bauen, die eben unsere Rohstoffe verbrauchen. Und sehr wohl. Wir fahren jetzt einfach mal los. Und werden hier in Split unsere... Die Planungen für eine Reise zu euch sind bereits im Gange. Bitte trefft alle Vorkehrungen, damit ihr bereit seid, wenn ich mit meinem Gefolge nach Sofia aufbreche. Ja, ich bin bereit. Keine Angst, Gnädige. So, und da können wir jetzt unsere Waren verkaufen, die wir halt so verkaufen wollen. Und da würde ich sagen, da machen wir mal das so und dann schauen wir, dass wir das so machen. Dann haben wir noch Eisen mit, was wir hier gut verkaufen können. Getreide haben sie selber genug. Das würde passen. Obst habe ich auch selber, danke. Also überall, wo, also bis zu zwei Fässern verkaufe ich und ab bei vier Fässern kaufe ich dann. Nur so nebenbei als Information mit für Vergnügen. Euch. Das würde mir dann wahrscheinlich den besten Preis bieten. Aber wir haben gleich die 100 produziert. Wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Aber was tut man nicht alles? Jetzt fängt es zu regnen an, oder wie? Das wäre ja cool. Ein paar Tropfen sieht man. Ich weiß nicht, ob ihr das auch sehen könnt. So, in Zagreb. Was haben sie da? Die haben genug von diesen Sachen. Ja,
Da verkaufen wir euch das. Weizen, Stahl. Die haben gar keinen Stahl, oder doch? Weizen haben sie auch genug. Das war's auch schon. Ja, Lehm produziere ich selber. Das brauche ich hier nicht kaufen. Und der Rest, den sie haben, der bringt mir nichts. Schon unterwegs. Nur wenige Jahrzehnte ist es her, als die Normannen Italien eroberten. Ihr Ehrgeiz ist groß, ihre Truppen sind gefürchtet. Nun haben sie das byzantinische Ufer erreicht und dort die Stadt Vlora errichtet. Es ist nicht das erste Mal, dass die Normannen übersetzen und Angriffe unternehmen. Doch der neue Brückenkopf weist auf andere, größere Ziele hin. Werter Leon, ich bin beunruhigt über die jüngsten Nachrichten aus dem Westen. Ein neuer normannischer Stützpunkt, das kann nichts Gutes bedeuten. Bitte festigt eure Grenzen. Gründet eine neue Siedlung, um den Untertanen der Region mehr Sicherheit zu bieten. Ich würde meinen Besuch bei euch wirklich ungern verschieben müssen. Okay. Wir werden jetzt dann einen Siedler rekrutieren. Städte sind nicht leicht einzunehmen und haben einen sehr großen Sichtradius, mit dem sie feindliche Einheiten frühzeitig entdecken können. Je mehr Einwohner eine Stadt hat, desto größer ist ihr Sichtradius und desto schwerer ist es, sie einzunehmen. Ja. Machen wir, oder? Eine neue Stadt soll uns natürlich helfen. Jetzt warten wir mal. Richtung Westen. Westen? Da herüben, oder wie? Keine Ahnung. Das schauen wir uns dann an. Jetzt warten wir mal, bis das unser Händler angekommen ist. Dann werden wir unseren Handel hier eben abschließen. Da verkaufen wir noch den Rest. Da verkaufen wir auch den Rest. Da verkaufen wir auch den Rest. Holz haben sie genug. Da, Felle. Wir können hier ein paar Felle kaufen. Jawohl. Und dann fahren wir wieder zu uns zurück. Mit Vergnügen. Und dann werden wir auch hier gleich Gasthof hingehen und dann sagen wir einen Siedler anwerben. Das dauert dann meistens ein bisschen. So. Und dann war es das auch schon wieder von dieser Folge. Wie es dann weitergeht, seht ihr in der nächsten. Tschüss, ciao.